Hallo, ich bin Kenny Quinn und ich bin vom Beruf Taschendieb. Wenn ihr möchtet mehr Videos sehen, klicken Sie bitte auf Gefällt mir. Guten Abend, Tipp. Komm nur, ich bin hier einen Moment bei euch. Die Kollegin hier hat Angst. Auf keine Angst haben. Auf keine Angst haben. Entschuldigung, darf ich geschwind das Servieren nehmen? Ja, klar. Ja, dann guten Abend, Tipp. Er muss bitte aufstehen. Ja. Ich ziehe den Stuhl hierher. Weil ich weiß, Matthias hat immer noch Angst um sein Geld. Ja, klar. Ist noch drin? Da ist der Schlüssel. Ja. Ja. Ah, Schlüssel ist da. Da ist der Schlüssel. Oh, das ist gut. Keine Ringe heute? Nein, keine Ringe. Ja. Ich habe gedacht, mehr Frau. Nee. Kann es noch werden. Nee. Ja. Oh, schöne Uhr hier. Hä? Ganz schön. Gold oder vergoldet? Nee, Silber. Silber. Dann sag mir bitte, möchtest du dir deine Uhr jetzt klauen oder etwas später? Später. Ist auch schwierig, sein Lederband, geht nicht so leicht zum Wegnehmen. Aber ich möchte gerne etwas wegnehmen hier. Aber verrat mir bitte, wo gibt es Geld bei dir? Gar nicht. Doch, aber in der Hose teilst du auch nicht. Handy oder? Außer, nee, Handy ist da hinten. Und die 50 Euro von vorher ist? Die habe ich oben gelassen. Auch? Oh, gar nicht? Ich habe bloß eine Karte. Sag die Wahrheit. Aber ja, der lacht jetzt, gefällt's. Aber, ja, aber sag mir bitte, wie spät ist es jetzt? Ja, guck, ich zu spät ist hier. Ja. Hast du gemerkt, wo ich deine Uhr weggenommen? Nein? Ich auch nicht. Machen wir wieder zurück hier. Ja, so. Okay. Aber jetzt möchte ich dir zeigen, wie das geht. Ist hier richtig? Ja, ist ja, richtig. Okay. So. Aber jetzt bitte Uhr festhalten. Ja. So von oben, aber gut festhalten. Okay. Bisschen besser als gerade eben. Und sag mir bitte, wenn du deine Uhr halt hältst, wie du hältst jetzt, glaubst du, ich kann deine Uhr nochmals wegnehmen? Ja oder ja? Nee? Ich muss das machen, dafür werde ich bezahlt. Aber gut festhalten, schön hoch, weil die gucken jetzt alle gut zu hier. Dann mache ich schnell einen Check, ob alles noch drin ist und wir entscheiden. Kann als gute Freunde. Soll ich noch mal schauen, ob alles... Nee, nur festhalten, sonst verschwinde ich gleich wieder hier. Aber weil die 50 Euro von vorher suche ich immer noch Ausweis, auch sonst nichts. Und ein bisschen enger... Ja, nee, hier von. Bisschen enge Hosentasche hier, hä? Wo ist eine Nummer zu klein? Nee, nicht schon. Ganz. Okay, nee, verdammt, ist nicht so einfach, aber... Oh, außer Schlüssel. Welche Auto fahren Sie heute? Und Gürtel ist kein Firmenwagen. BMW? Muss sein. Schnürbänder und das Handy. iPhone. iPhone, ja. Ist heikel und schwierig zu brauchen. Und kein Kamm? Nee, nix. Und das hätte ich gern versucht. Ja, Sie können gut lachen, aber ich werde später lachen. Ja, Handtasche festhalten. Aber darf ich Sie gratulieren? Glückwunsch. Glückwunsch, ja, für gut lachen, weil Sie haben leider recht gehabt. Ich habe nicht geschafft, deine schöne Uhr wegzunehmen. Weißt du, wieso ich könnte nicht wegnehmen ein zweites Mal? Warum? Weil hast du so gut festgehalten. Ja, aber das war nur Ablenkung von mir. Wo hast du Uhr gehalten? Habe ich alles von Tasche, auch Autoschlüssel. Schauen Sie bitte mal nach. Schlüssel, Handy, alles ist weg. Und Ausweis, bitteschön. Da ist Autoschlüssel. Von Tasche, hier habe ich noch Handy. Und, was ist das? Hier von Ausweis. Und Uhr ist weg. Ist hier. Für Protokoll für einen Trick, wenn zum Beispiel mit einer Zigarette oder Eis geschmiert wird, dann, wenn die Diebe nach der Uhr geht, das zu klauen, die schmieren sie mit dem Eis auf den Arm oder hier auf den Brust, fängt an mit Servietten rauszuholen, nimmt derjenige so, fängt an zum Abbürsten, abwischen, die ganze Zeit, gleich wird hier unten gemacht, aufgemacht. So. Man konzentriert sich auf man hier oben. Man konzentriert sich hier oben die ganze Zeit. Hörst du, wischen. Hier auf die Rücken ist was. Ne? Und dann hier. Ja, sonst geht die wieder ab. Ja, super. Krass.